Der erste Trailer zum Zusammenwachsen-Erweiterungspack ist jetzt schon fast wieder eine Woche her und die Anfangseuphorie ist erstmal ein wenig wieder abgeklungen. In diesem Video will ich euch nochmal meine Gedanken und Vermutungen zum kommenden Pack mitteilen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, dass die letzte Woche für uns alle sehr intensiv war in Bezug auf die Sims. Zuerst der Behind the Sims Summit Livestream, dann die Zusammenwachsen-Erweiterung direkt danach. Und ich würde sagen, der Hype war schon auf jeden Fall krass zu dieser Erweiterung. Gerade bei so ein bisschen nischigeren Themen, wie zum Beispiel bei Nachhaltig Leben, habe ich dann eher so ein bisschen das Feedback bekommen, dass euch da das Thema nicht so ganz zusagt. Die Entwickler hätten lieber was anderes entwickeln sollen. Aber in dem Fall habe ich solche Kommentare gar nicht gelesen. Es gab wirklich sehr viel Positives. Ich hatte das Gefühl, dass sich viele auf jeden Fall auf das große Säuglings-Update freuen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ich habe sogar Kommentare gelesen, dass es einige Spieler gab, die eigentlich gar nicht so viel mit diesem Familien-Gameplay spielen, trotzdem aber irgendwie was Positives aus dem Pack rausziehen konnten. Vielleicht auch gerade deswegen, dass es so viele Kleinigkeiten gab, die eigentlich irgendwie für jeden Spieler so ein bisschen interessant sind. Ich würde fast sogar aktuell so weit gehen und sagen, dass diese Erweiterung so ein bisschen zu den The Sims 4 Basic Packs gehören könnte. Wenn man rein das Basisspiel hat und in der Community gefragt hat, was man denn sich so für Packs für The Sims 4 kaufen sollen, kommt ja sonst immer so Jahreszeiten und Hunde und Katzen. Das sind dann ja immer so die absoluten Must-Haves, zumindest laut der Community. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Erweiterung dann jetzt ebenfalls so ein bisschen dazugehören wird. Es ist wirklich eine Erweiterung, die nicht sich speziell auf ein Thema so fokussiert und da Gameplay mit reinpackt und man muss quasi im Spiel aktiv sich dazu entschließen, dann mit diesem Gameplay zu spielen. Krasse Beispiele, finde ich, sind da so ein bisschen Landhausleben, ab ins Schneeparadies, an die Uni könnte man jetzt auch dazu zählen. Aber diese Erweiterung ist quasi jetzt genau das Gegenteil. Wir bekommen einfach grundlegendes Gameplay, was sich so wirklich, finde ich, ganz gut in das gesamte Sims 4 Basisspielkonstrukt so eingliedert. Auf den ersten Blick wirkt es so, als hätten die Entwickler sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und als wäre das Pack auch so ein bisschen umfangreichender und sagen wir auch mal tiefgreifender als sonst. Da merkt ihr jetzt vielleicht schon, ich bin recht positiv gestimmt, aber man muss leider natürlich auch sagen, das war ich schon bei sehr vielen anderen Packs. Meine Hochzeitsgeschichten hat da leider ebenfalls dazu gezählt. Und wir wissen ja leider aus der Vergangenheit, dass sowas dann sehr gerne nach hinten losgeht. Also das Bauchgefühl ist derzeit positiv, aber es fehlt einfach noch viel zu viel Background-Infos, wie die ganzen Systeme dann im Spiel funktionieren, dass wir wirklich sicher sagen können, dass dieses Pack wirklich gut wird, aber ich hoffe es jetzt einfach mal. Endlich erhalten die Kinder im Spiel auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Es war ja schon öfters so, dass wir die ein oder andere Sache für die Kinder mit irgendwelchen Packs bekommen haben, aber es waren dann halt eher immer so kleinere Features und es gab immer so ein paar Kleinigkeiten. Jetzt gibt es endlich mal zentralisiert wirklich ein bisschen mehr auch für diese Altersstufe. Da hat man ja schon im Blog-Eintrag was von den Fahrrädern lesen können, Freundschaftsbändchen und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Wenn ihr die Senioren-Altersstufe im Erstelle einen Sim-Modus schon fast vergessen habt, wird sich das vielleicht mit diesem Pack auch wieder so ein bisschen ändern, weil es da ja auch einiges Neues gab. Das habe ich in meiner Trailer-Analyse fast so ein bisschen übersehen, aber die Senioren haben jetzt auch viele neue Hautdetails. Man hat das in der Anfangsszene beim Opa ganz gut gesehen. Man sieht also, die Entwickler haben da schon so ein paar grundlegende Sachen überarbeitet. Ist jetzt die Frage, inwieweit das Gameplay da so gehen wird. Auch hier haben die Entwickler im Blog-Eintrag ja über so ein paar lustige Interaktionen gesprochen, zum Beispiel dieses Süßigkeiten-Schmuggeln, dass die älteren Sims jetzt einen Lieblingsenkel und so haben, das klang ja schon sehr cool, aber das sind ja jetzt in dem Sinne, was sie so erwähnt haben, eher so kleinere zwischenmenschliche Interaktionen. Da frage ich mich halt, ob die Entwickler dann vielleicht da auch nochmal so größere Sachen mit reinbringen, so ein bisschen größere Systeme, wie sie es jetzt bei den Kindern gemacht haben. Ganz ehrlich, gerade so im Vergleich zu The Sims 3 sehen die Senioren in The Sims 4 schon ein bisschen besser aus. Man sieht, dass zum Beispiel die Körperstruktur schon so ein bisschen, sagen wir mal, einfach opamäßiger ist. Die Haut ist im Alter nicht mehr so straff, das hängt alles so ein bisschen. Das kann man auch an den älteren Sims dann sehen. Aber bisher habe ich die Senioren dann doch eher so ein bisschen als einfach normale Sims mit irgendwie Falten im Gesicht wahrgenommen und grauen Haaren. Aber ich finde, diese Hautdetails, die man gesehen hat, sind ja schon mal ein sehr guter erster Schritt, um auch die Sims dann optisch so ein bisschen von den normalen Sims beziehungsweise den jungen Erwachsenen und erwachsenen Sims so ein bisschen abzuheben. Die Entwickler haben ja auch das zwischenmenschliche Gameplay so ein bisschen angepackt. Da haben sie dann unter anderem ja die Meilensteine vorgestellt, die es dann für Kinder,
Säuglinge und, glaube ich, auch erwachsene Sims geben wird. Da haben die Entwickler ja jetzt nochmal so einen kleinen Teaser auf Twitter geteilt. Da hat man nämlich ein Sim-Kind gesehen, was sich so einen Zahn rausgezogen hat. Und dann rechts daneben stand dann Milestone-Moment. Das heißt dann also, dass auch so Kleinigkeiten, wie wenn die Milchzähne rausfallen, das dann auch so ein bisschen als Meilenstein gilt. Beim Trailer konnte ich mir halt wirklich unter diesem System gar nicht mal so viel vorstellen. Jetzt habe ich dann die Theorie, dass es dann vielleicht so eine Benutzeroberfläche gibt, wo man dann genau sehen kann, welche Meilensteine der Sim im Leben so durchgemacht hat. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Ich finde, das macht dann jeden Sim auch nochmal so ein bisschen individueller. Ich finde es ganz cool, dass man dann so ein bisschen das Leben, die Lebensphasen vom Sim so ein bisschen nachvollziehen kann. Jetzt habe ich bloß so ein bisschen die Angst, dass dieses Feature vielleicht so ein bisschen so werden könnte wie die Lebensstile aus dem Ab-in-Schnee-Paradies-Erweiterungspack. Die konnten die Sims ja mehr oder weniger zufällig bekommen. Da gab es dann ja so Sachen wie lieb die Natur oder technikfeindlich oder so. Es war an sich von der Idee, als ich das erste Mal gehört habe, eigentlich genauso cool wie jetzt die Meilensteine. Aber ich habe das Gefühl, im Spiel hatten die dann nicht wirklich so diese krassen Auswirkungen, wie ich das im Vorhinein erwartet habe. Und ich muss zugeben, dass ich auch jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich mit diesen Lebensstilen gespielt habe, beziehungsweise sie wirklich krass beachtet habe. Da hoffe ich jetzt einfach mal, dass die Entwickler vielleicht da dann auf jeden Fall ein tiefgreifenderes System entwickeln, was auf jeden Fall Langzeitspielspaß technisch bei mir immer ganz wichtig auch Spaß macht. Ich fand es auch sehr spannend, dass viele von euch im Oktober vergangenen Jahres gedacht haben, dass die Säuglinge, bevor wir diese Info hatten, dass sie als Gratis-Update kommt, quasi per ja, kostenpflichtiger Inhalt irgendwie ins Spiel gebracht werden. Die Entwickler haben mal in der Vergangenheit erklärt, dass zum Beispiel auch Baumodus-Features, wie zum Beispiel Plattform oder die Keller oder so, auch nie per Pack ins Spiel kommen, sondern immer per Gratis-Update, weil es auch einfach zum Beispiel mit der Galerie dann ziemlich schwierig wird, wenn manche Spieler diesen Inhalt haben und andere nicht. Aber natürlich auch, weil sie in den Vorgängerteilen eigentlich immer kein Objekt waren und jetzt in die Sims 4 schon sehr lang als Neugeborene dann ja in ihrem kleinen Bettchen herumliegen und man sie nur temporär rausnehmen kann. Das war auf jeden Fall irgendwie sehr nervig. Mich hat es jetzt auch nie so krass gestört, auch weil ich mit dieser Altersstufe wirklich nicht viel gespielt habe, auch in den Vorgängerteilen nicht. Ich habe die dann immer direkt älter werden lassen, aber vielleicht ändert sich ja das mit diesem Pack. Die Basics kriegen wir dann quasi als Basisspiel-Update und alles Weitere muss dann leider halt, wie es immer so ist, mit den Packs gekauft werden. Da wurde ja schon bestätigt, dass die Wickeltische dann kostenpflichtig sein werden und ich muss zugeben, das finde ich jetzt auch nicht wirklich schlimm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass mit dem Basisspiel-Update am 14. März schon wirklich relativ vergleichsweise viel, auch im Vergleich zu den Vorgängern, für die Säuglinge hinzugefügt wird. Deswegen sehe ich das alles nicht ganz so kritisch. Um mal ganz kurz die Frage noch zu beantworten, was so meine Highlights aus dem Trailer waren, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es definitiv erstmal die Baumhäuser sind. Die fand ich so cool. Als ich das im Trailer gesehen habe, bin ich so ganz leicht ausgeflippt, weil ich als Kind auch immer sehr gerne eigentlich ein Baumhaus haben wollte. Hat dann leider nie geklappt. Ich denke, das ist so ein großes Gameplay-Objekt, was sich im Garten der Sims einfach extrem gut macht. Dann würde ich auf jeden Fall noch als zweites Highlight das Wasserspiel sagen. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen langweilig und zufällig. Dieses Wasserspiel kam wirklich so unerwartet in diesem Trailer vor. Sie hätten es quasi gar nicht mit reinbringen müssen, haben sie dann irgendwie trotzdem gemacht. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool, allgemein, weil ich mir auch schon mal so ein Wasserwelt-Gameplay-Pack irgendwie vorgestellt habe, wo man dann mit seinen Sims irgendwie in so einen Wasserpark gehen kann mit ganz vielen coolen Rutschen und so und Sprungtürmen. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool und das ist jetzt so ein bisschen die Light-Version, sagen wir mal, da ein bisschen davon. Wenn wir ein bisschen in San Sequoia unterwegs sind, ist das doch auf jeden Fall eine ziemlich coole Ergänzung. Und als letztes sind mir dann noch die Großeltern besonders in Erinnerung geblieben. Da hat man ja auch gesehen, dass die einfach mal vorbeikommen, wenn zum Beispiel der Sims-Haushalt ein bisschen überfordert mit den Säuglingen ist. Und dann können sie natürlich ihr Wissen dann so ein bisschen teilen, passen dann auf die Säuglinge auf. Das fand ich einen sehr coolen Touch. Einfach, weil dadurch auch so ein bisschen die Familie so ein bisschen mal wieder in den Vordergrund gerückt wird und dann einfach mal die Großeltern vorbeikommen und die einfach so sieht. Das fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Und als letztes noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die von den Entwicklern geteilt wurden. Es gibt einen neuen Radiosender. Da weiß man noch nicht, in was für eine Musikrichtung der gehen wird. Man hat sogar einen Sims-Entwickler im Livestream gesehen. Hier in dieser Szene sieht man Simguru Ninja. Diese wackeligen Kameraszenen, die man so im Trailer gesehen hat, auch am Ende, wo quasi der Sim, der filmt, irgendwie seine Kamera runterwirft, weil der Säugling seiner Frau höchstwahrscheinlich so auf den Fuß tritt.
Das sah schon sehr witzig aus, ist aber leider auch nur ein Trailer-Effekt. Das heißt, wir bekommen keine Videokameras oder so ins Spiel. Ich hoffe, dass wir in nächster Zeit noch viele weitere Infos erhalten werden. Muss ja sagen, dass jetzt zwischen der Ankündigung und dem Pack-Release schon relativ viel Zeit im Vergleich zu den letzten Packs liegt. Bei den letzten Packs war es ja manchmal nicht mal ganz einen Monat und jetzt sind es fast 1,5 Monate. Bisschen mehr, aber ich denke, wir können uns noch gedulden. Wenn ihr noch mehr von meiner Meinung und der Meinung von Micha von simtimes.de zu diesem Pack erfahren wollt, hört doch mal gerne in die neueste Folge von Sim gehört rein. Da haben wir beide uns mal so ein bisschen über das Pack ausgetauscht und auch über den Behind the Sims Livestream. Link findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.